Es sind Bilder wie aus einer anderen Zeit. Ich fühle mich zurückversetzt an den Anfang des letzten Jahrhunderts, wo auch bei uns die Menschen noch vorwiegend zu Fuß unterwegs waren. Ankommen in der Hauptstadt Pyongyang. Ich staune wie meine Mitreisenden. Unbeleuchtete Straßen, nur wenig Licht in den Wohnungen. Während das Volk im Dunkeln lebt, lässt der Staat seine Monumente hell beleuchten. Und er bittet ins riesige Stadion zum Arirang-Festival.